Hey, herzlich willkommen zurück bei Fable 3. Jetzt haben wir wieder genug Kohle gesammelt, habe ich gerade gesehen, dass wir uns das letzte Haus kaufen können. Werden wir auch tun. So, sehr schön. Nochmal 6.800 auf die Miete drauf. Alles reparieren. 19.000, okay. Machen wir mal. Dann haben wir auf jeden Fall alles wieder fertig. Sehr schön. Jetzt müssen wir. Da hinten haben wir sie. Oh, hallo. Ich habe auf jemanden wie euch gewartet. Auf jemanden, der mir helfen kann. Es geht um meinen Gatten. Naja, meinen verstorbenen Gatten. Ich habe mich hier von ihm verabschiedet, als er zum Kämpfen nach Morningwood ging. Er war Soldat. Ich hörte, er sei in der Nähe begraben und ich möchte ihn gerne besuchen. Ja, komm. Ihr macht es? Vielen Dank. Ja. Komm. Gib mir Es das ist wirklich Patschhändchen. nett, dass ihr euch so um mich Na kümmert. klar. Eine arme Witwe. Natürlich. Ich hoffe, ihr wisst, wie man mit hohlen Männern umgeht. Naja, Wir krieg ich werden schon hin. sicher welchen begegnen. Ach was. Oh je, passt auf! Fantastisch. Hey, sag mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das viele, Alter. Ey, pass doch auf. Ey, lass mich. So. Hauen wir uns mal ein bisschen was zu trinken rein. Ihr seht gut aus. Gib mir das Bereit, Patschhändchen. wenn ihr es Na seid. klar, mitkommen. Mein Mann war ein guter Gatte. Ja, fantastisch. Das interessiert mich wie sonst was. Das kannst du dir gar Ein nicht hübscher vorstellen. Kerl, mein Gatte. So schneide ich in der Uniform. Ich werde nie mehr lieben, wie ich ihn liebte. Warum musste er Soldat sein? Tja. Hohle Männer! Na, lass mich. Oh mein Gott. Zack, 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 alle weggewämst. Ja, weiter. Yes, Baby. Na, komm, ans Patschhändchen. Wir haben keine Zeit. Es ist lang her, dass er getötet wurde. Aber ich vermisse ihn noch. Jeden Tag. Heiratet keinen Soldaten. Sie sind immer irgendwo unterwegs und ihr müsst. Vorsicht! Noch mehr hohle Männer! Schon wieder. Ist ja geradezu grandios. Bleib mal stehen. Ich kümmere mich da mal vor. Alle wieder geschnetzelt. Gibt Knochen für den Hundi. Jawohl, ja. Oh, hallo. So, da haben wir doch das Grab. Danke, dass ihr mich hergebracht habt. Ja. Ich brauche etwas Zeit mit ihm allein. Ihr könnt jetzt gehen. Danke nochmal. Haha, perfekt. Prächtig, prächtig, prächtig. Haben wir die Quest auch fertig? Da haben wir hier keine mehr. Da haben wir auch keine mehr. Hier haben wir nur drei. Bauersdornmarkt. Ne, die machen wir ja nicht. Mich wird ja mal wahnsinnig. Mich interessiert ja wahnsinnig, was später das Schloss kosten wird. Das weiß ich nicht mehr. So, gehen wir mal auf den Markt. Was will er hier? Beziehungsweise, was will er hier? Ja, wir müssen wieder irgendwen einfangen.
Gut, machen wir das mal. Machen wir die Straßen vom Bauersturm ein wenig sicherer. So. Na, der müsste doch hier... Da vorne ist er doch. Das ist wieder so geil. Warum zeigt der goldene Weg nach da, wenn der Typ eigentlich hier hinten steht? Das ist doch klasse. Das ist doch genial. Oh, hallo. Ihr könntet mir dabei helfen, die Straßen hier zu säubern. Es ist peinlich, aber es gab einige Gefängnisausbrüche und wir haben nicht genug Leute, um die Verbrecher zu verfolgen. Ich bezahle euch für eure Hilfe. Spürt sie auf und bringt sie zurück. Sie werden sich natürlich wehren, aber damit werdet ihr schon zurechtkommen. Ja, machen wir. Verbrecher fangen. Toll. Mit eurer Hilfe verbannen wir den kriminellen Abschaum für immer von unseren Straßen. So sieht's mal aus. Muss ich erstmal gucken, wo der ist. Ich brauche Geld. Vorsicht. Ich brauche Geld, um mich zu betrinken. Ihr seid wirklich anständig, nicht wahr? Fantastisch. Ihr habt die besten Kleider, die ich seit... So, da, hier. Natürlich. Wohin? Na gut, ihr habt mich. Ja. Wir halten Händchen. Oh. Wie schön. Ja. Oh, fantastisch. Kleidung, alle vor! Ich habe eine geringe Zerstörung auf. So, bringen wir den mal eben fix zurück. Dann haben wir die Quest auch fertig. Ihr wollt über mich urteilen? Ja, mitkommen. Ihr habt sicher auch schon Dinge mitgehen lassen. Ah, jetzt quatsch nicht rum. Komm mit. Los, komm schon. Rein da. Zack. Bringt mich nicht zu den Wachen. Sie sperren mich wieder ein. Tja. Aha, ihr habt Arnie den Brandstifter gefasst. Dafür werden euch viele Leute sehr dankbar sein. Vielen Dank, ihr seid ein echter Held. Hier eure Belohnung. Fantastisch. Super. Hier haben wir noch irgendwo eine Quest. Hier. Okay. Wo ist er? Der müsste irgendwo hier sein. Hier, wo ist er denn? Oder da unten? Ah ja, hier unten ist er irgendwo. Hör zu. Ich hörte, ihr könnt gut mit euren Waffen umgehen. Ich kenne jemanden, an dem ihr es beweisen könnt. Ein Kerl namens Alan. Er hat mich beraubt. Insgesamt knapp 1000 Goldstücke. Wir haben um Geld gespielt. Im Prinzip hat er gewonnen und eigentlich war es fair. Außerdem lässt man niemanden einfach ermorden, weil er einen geärgert hat. Aber mein Entschluss steht jetzt fest. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Nee. Lass mich in Ruhe. Auf solche Sperrenzchen lasse ich mich nie ein. Jetzt haben wir hier schon wieder eine Quest, die wir nicht machen. Okay, hier vorne haben wir noch. Wollen wir die Quest mal annehmen? Ich kaufe alles. Schon? Jedenfalls. Vielen alles. Dank. Danke für das Geld. Jetzt muss ich nur gucken, wo der ist. Da unten? Okay, gehen wir mal hier runter. Ah, da steht er doch. Unter dem Brook. Bin erfreut, euch kennenzulernen. Nee, das ist wieder eine Böse. Ich heiße Bob. Ich betreibe mit meinen Partnern ein Geschäft in Bowerstone. Allerdings hat sich einer meiner Partner, Leonard, ein bisschen blöd dabei angestellt. Er wurde geschnappt. Wir haben hier einen neuen Sheriff. Der will mit anständigen und hart arbeitenden Kerlen wie uns seine Karriere machen. Dieser verdammte Wohltäter wird Leonard wahrscheinlich zum Reden bringen. Was ich will, ist, dass ihr den Sheriff für mich beseitigt. Aber leider gibt es einen Unterschied zwischen dem, was ich will und was möglich ist. Wenn man einen Sheriff erledigt, hängen sie einen auf. Mir bleibt keine andere Wahl. Leonard kannte schließlich die Risiken. Nee, da sollen wir schon wieder jemanden töten. Schweinkram machen wir nicht. Ach ja, so ein Schweinkram, das geht gar nicht. So, wollen wir mal hier gucken. Das ist unsere Hauptquest. Jagd nach dem Ring. Okay.
Wollen wir mal gucken, ob wir ihm dabei helfen können. Wo müssen wir denn? Hä? Ach du meine Güte, das glaube ich jetzt nicht. Der letzte Samstag sollte der beste Tag meines Lebens sein. Ich habe meine Verlobte... Ja, das hat super, bitter. Ich bin gerettet. Ach, und im Sinne völliger Offenheit, die Kanalisation soll gefährlich sein. Deshalb gehe ich auch nicht selbst rein. Naja, ich gehe mal gucken. Ob ich dir da helfen kann. Ah, hier müssen wir runter. Und hier rein. Alles klar. Ach, da ist doch bestimmt der Silberschlüssel. Wird mich nicht wundern. Das wird mich nicht wundern, wenn ich hier jetzt irgendwo den Silberschlüssel finde. Gucken wir uns hier natürlich gründlichst um. Alter. Da haben wir doch, siehst du wohl. Na, nimm doch. Sehr schön. Perfekt. Genau das, was wir wollten. Boah, wie viel haltet ihr denn mittlerweile aus? Kopfnuss! Ist er. Ihr sollt doch hier die Schläge aufhalten und nicht etwa einstellen. So, machen wir die erstmal weg hier. Zack. So, den dann auch. Alter. Kannst du ja nicht einfach mit einer Granate werfen. Du spinnst wohl. Vollidiot. Das Herz pumpt. Wir müssen unbedingt mal ein paar Heiltränke kaufen, ne? Weil da die Gegner jetzt hier schon um einiges stärker geworden sind. Ach, was soll das denn hier? Was ist denn hier los? Oh mein Gott, da kommt der da nicht hoch. Ich werde irre. Jetzt muss ich erst gucken, was hier hinten ist. Nix. Fantastisch. Naja, da muss ich gleich rein, ist mir klar. Aber erstmal hole ich mir da hinten die Kiste. Gucken, was da... Zack. Mal gucken, was da drin ist. Aha, Kreaturbeschwörung. Die könnte ich auch mal ausprobieren. Muss ich gleich mal gucken. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche was zum Lachen. Ihr scheint nicht mehr zu sein. Ich töte nette Leute, die es hier. So. Mal der Beschwörungstank ist gar nicht so schlecht, ne? Ich kann euch bei eurer Suche helfen. Schritt 1, zieht endlich euren Kopf aus dem Arsch. Geht zurück nach Hause, Mensch. Das ist doch jetzt hier, glaube ich, irgendwo. Ja, scheiß auf den Grabungsort. Gehen wir mal weiter. So, den haben wir. Oh, weg.
Na, sag mal, bist du denn? Bist du denn? Na, sag mal. Vorsicht, 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 Vorsicht. So. Hat den auch weggemacht. Unser Herz pumpt schon wieder. Wie bekloppt. Na, lass mich hier raus. Ich meine, hier durch, hier lang. Vorbei. Was haben wir denn hier? Ja, komm hier. Such mir den Ring. Müsste doch wahrscheinlich irgendwo direkt hier drunter liegen. So, wollen wir mal gucken. Yes, Verlobungsring. Super. Super. So, da ist er. Als Ziel setzen und Schnellreise dahin. Boah, wenn ich wieder den ganzen Weg zurückrenne. So, wo ist er? Da ist er. Hier hast du den Ring. Ihr habt ihn? Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ihr ihn findet. Das war göttlicher Wille. Bestimmt. Hm. Obwohl, das hieße, dass es auch göttlicher Wille war, ihn zu verlieren. Stimmt's? Man kann nicht nur die guten Sachen zählen. Und es hieße, göttlicher Wille hätte mir ein Geschwür geschickt, mich fast die Liebe meines Lebens gekostet und mich eine Woche um den Schlaf gebracht. Wie kann man in einem Universum heiraten wollen, das im besten Fall apathisch und im schlimmsten Fall sadistisch ist? Hoffentlich habe ich noch die Quittung. Super. Naja, gut, gut. Und ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann zurück zum Widerstand. Und irgendwas hat gepiept. Ich glaube, das war mein Handy. Ich bin wichtig, ich bin wichtig. Kommt nicht oft vor, aber zwischendurch habe ich das schon mal. So. Jetzt stehen wir schon mal vor der Tür, aber rein. Und nach Paige gehen wir natürlich erst im nächsten Part. Da müssen wir erklären, Swift ist ja tot. Da müssen wir natürlich gucken, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt vor? Also vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.